Ja, willkommen beim ersten Noobs und Action zu Dota 2. Ich bin immer noch Diesel und ich bin immer noch Dave. Ja, ich bin heute Coach und du bist der Noob. Manchmal ist man eben Noob, was soll's. Aber du kannst dir deine League-Skills hier beweisen. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen Früchte trägt, so in Dota, weil die meisten sagen ja, das ist nicht vergleichbar und hast du nicht gesehen, ich bin gespannt. Ist halt schwieriger. Sehen wir dann, ob es wirklich schwieriger ist. Alles klar, wir wollen eine Runde zocken, nicht gegen Bots, gegen richtige Leute, weil League hat er ja gespielt, also kann er das. Ich kann das. Bitteschön. Kannst du also ich darf jetzt hier einfach auf Play oben in der Mitte. So, jetzt haben wir ein Normal Match, Ranked Matchmaking mit Elo-System, bla bla. Können wir noch nicht machen. Elo. Sehen wir dann. Jetzt hast du unten links, kannst du Game Modes auswählen. Game Modes, okay, und was? Genau, es gibt viele Modi, die du spielen kannst. Okay. Wir wollen den Haken jetzt aber nur bei All Picks setzen, damit du dir auch einen Helden aussuchen kannst. Singer Draft, Captain's Mode, Random Draft. Genau. Okay. Kann man alles noch erforschen, aber jetzt ist halt All Pick wichtig. Alright, und einfach Find Match drücken. Find Match. Let's see. Ja. Ja, ich habe das Design und das alles kenne ich noch gar nicht wirklich. Also, ich habe da mal reingeschnuppert, habe mir das früher mal angeguckt, aber nie wirklich gespielt und das sieht alles neu aus, aber es sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Da gebe ich den Dota-Leuten mal Props hier. Design. Läuft. Top. Läuft. Sehr gut. Ich finde LoL eigentlich irgendwie, ich weiß nicht. Hast du schon mal gespielt? Paar Mal mit Kollegen. War irgendwie so nicht richtig? So richtig nicht, nee. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich mir LoL angucke, dann denke ich nur, was geht da ab? Bunte Farben. Echt jetzt? Ja. Also ich finde, weiß nicht, wenn ich mir so ein Dota-Spiel angucke, dann weiß ich ungefähr, was da so vor sich geht. Also es ist ja das Prinzip fast dasselbe. Mhm. Also Farmen, Pushen und so weiter und so fort. Diese kleinen, weiß nicht, also klar sind die Mechanics und alles ein bisschen unterschiedlich, aber vom Prinzip her denke ich, dass man eigentlich das so auf LoL schon fast übertragen kann. Natürlich gibt es hier viel mehr Items und so weiter. Und ich darf mir einen Champion aussuchen, oh my gosh. Ja, hast du schon recht, man, so Spielprinzipien erkennt man. Aber wenn es dann um Spells geht oder so, klar, hat sein Ultimate gecastet, dann denke ich mir so, was? Sehe ich nicht. Was nehme ich denn? Ja, ich, Hast du schon wen ausgeguckt? Die sehen alle so cool aus. Nehme ich jetzt ein fettes Monster oder nehme ich ein Weibchen? Davon gibt es nicht so viele hier. Nee, Weibchen nicht? Nee, Dota nicht. Krass. Dafür hast du das genug Zentauren. Zentauren? Ja, so Viecher, die vorne... Halb Mann, halb Pferd, Mann. Ja, okay. Halb Mann, halb Pferd. Das sieht auch lustig aus. Ich nehme aber trotzdem, ich bleib beim Weibchen. Ich nehme die hier. Okay. Templar Assassin. Allein, weil sie so einen coolen Namen hat. Nicht? Dann... Die Sache ist, Templar Assassin ist ein Held für die Mitte. Und unten links kannst du sehen, da ist so eine kleine Minimap. Ach, wir haben schon mit Laner. Also er ist noch nicht gepickt, aber er sagt, er würde da gerne hingehen. Und was muss die Sache? Was bin ich jetzt? Bin ich Top, Mitte, Botlane oder Jungle oder so? Soll ich einen Jungler picken? Kannst du einen Jungler picken. Ist das ein Jungler? Du kannst hier oben einmal einstellen, hier bei Roll, und jetzt kannst du auf Jungler klicken. Jetzt hast du nur die Jungler hier zur Auswahl. Okay. Ursa. Wieso kann ich nicht? Weil der ist schon gepickt worden. Also haben wir schon einen Jungler oder was? Ne, die Gegner haben den Ursa gepickt. Jeder Held kann nur einmal im Spiel vorhanden sein. Jetzt musst du dich langsam entscheiden, weil das Spiel bald losgeht. Okay, hast du... Boah, Lifesteal ist nicht schlecht. Also. Ja, Lifesteal hört sich schon vom Namen cool an, weil das... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er Lifesteal und dass ich nämlich... Ja, okay, falsch. Okay, falsch. Nein, genau richtig. Und dass er ziemlich stark durch den Jungle kommt. Okay, was mache ich jetzt? Ja. Also ich denke mal, ich muss jetzt auch Sachen kaufen. Genau, öffnest du den Shop, entweder dort unten rechts oder halt oben den Mann anklicken, der so nett ausschaut. Wow. So, jetzt wollen wir jungeln. Wenn wir in den Jungle gehen, werden wir von Creeps attackiert. Das heißt, wir wollen uns erstmal ein Schild kaufen. Oben bei den Starting-Items rechts. Stout Shield heißt das. Sonst kannst du auch in der Suche eingeben. Dort sind diese Starting oder Stout? Ach, das. Genau, okay. Das kannst du dir holen. Mit Rechtsklick auch? Genau, oder? Mit Rechtsklick. Okay. So, das blockt halt ab und zu Schaden, wenn ich Creeps angreifen oder Helden. Okay, ich habe jetzt aber noch Cash. Genau, dann wollen wir ein bisschen Heal kaufen. Das sind diese Tangos links. Erklär ich dir gleich, wie genau. Einmal kaufen. Eins oder mehrere? Nee, einmal nur. Okay. Und dann hier rechts findest du noch die Quelling Blade. Das Ding. Genau, das kaufst du und jetzt läufst du in Richtung Jungle. Aber du hast ja ganz schön viel Equipment für den Anfang, ne? Also, genau. Kann ich den schließen irgendwie? Einfach Escape oder so. Jetzt läufst du halt mal zum Camp. Am besten, ne? Doch, kannst gleich hier hinlaufen. Okay. Wo du das zweimal Leertaste hast. Da bin ich auf der Map, ne? Genau, ja. Sieht ziemlich hässlich aus.
Ja, soll er auch sein. Guck ihn dir an. Ja, nicht lecker. So, hier nochmal zu den Items. Ja. Mit diesen Tangos. Das sind Pots quasi, oder? Aber du musst dafür einen Baum fressen, sozusagen. Du klickst das Item an, dann frisst du einen Baum und dann hielst du hoch. Und wir sollten jetzt hier auch Camp da links oben. Langsam irgendwie. Hier sind irgendwo Camp. Ah, da sind die schon gezeichnet auf der Map. Es gibt unterschiedliche Camps. Das ist ein Camp? Das Camp, genau. Da gehen wir jetzt auch hin. Da gehen wir hin. Es gibt sozusagen drei Klassen von Creeps. Okay. In den Camps. Schwache, mittlere und starke. Und das ist ein schwaches. Das ist ein mittleres. So, mittleres sollten wir noch, genau. Jetzt sollten wir nochmal skillen. So, dein W willst du einmal hochskillen. Da musst du einmal genau aufklicken, dort links, wo Level Up steht. Ah, okay. Und dann aufs W. Und jetzt fangen wir mal zu Auto-Attacken. So, dann ist das eine passive Fähigkeit oder eine aktive? Ist passiv. Okay. Und zwar, sie guckt halt die HP vom Gegner an. Okay. Und nimmt 4% davon. Wow, das ist eigentlich so. So, dann machst du halt genau den Schadenbonus. Also, wenn der Gegner 100 HP hat, machst du 4% Bonusschaden. Krass. Und du healst den gleichen Schaden auch wieder. Das ist ja für den Jungle ja optimal, ne, würde ich sagen. Genau, deswegen kann er einfach Level 1 ab in den Jungle und die Viecher töten gehen. Ja, easy. Braucht man normalerweise Hilfe, also Puls oder so, wenn man jetzt einen anderen Jungle hat? Nee, also wenn du wirklich Jungle gehst, dann können die das alleine. Ah, das manche stärker, manche schlechter. Ich bin Level up. Genau, jetzt gehst du hier die Treppe runter. Treppe runter. Und das ist das nächste Camp. Hier? Soll ich skillen? Ja, du kannst zum Beispiel deinen Q skillen einmal. Wieder auf Level up klicken und dann. Gibt es dafür ein Tastenbinding oder so? STRG plus Skill. Okay, das ist dann ist das wie genau, auf Level. Jetzt kannst du das Creep hier. Das ist auch so ein mittleres Camp. Das ist. Rage. Wenn du es drückst, kriegst du Attack Speed. Okay. Du bleibst schneller an. Und du bist Magie-Immun. Das ist jetzt beim Jungle nicht so wichtig. Ja, weil die Viecher haben ja keine Magiefähigkeit. Genau, aber im Teamfight dann kann ich eigentlich nichts mehr irgendwie kontrollieren. Keine Crowd Control. Cool. So, und hier zu dem Item, den du noch gekauft hast. Die Quelling Blade, die macht extra Schaden gegen Creeps. Die nimmt nochmal von deinen 64 Schaden 30% oben rauf. Deswegen perfektes Jungling-Item. Ja, easy. Dann so, jetzt haben wir die zwei Camps getötet. Es fühlt sich auch echt super leicht an, muss ich mal sagen. Jetzt hier das schon. So die Camps zu machen. So, soll ich jetzt zum nächsten Camp? Jetzt kannst du wieder zum Camp gehen, wo du davor warst. Okay. Denn zu jeder vollen Minute spawnen dort Creeps, wenn keine da waren. Okay. Und du auch nicht da stehst. Okay. Das heißt, idealerweise kriegst du es getötet. So bist jetzt in dem Fall 2,50, gehst weg. Sondern bei 3 ist dann wieder ein Camp dort. Oh. Jetzt verlieren wir langsam HP, ja. Du kriegst ihn recht stark, deswegen wollen wir jetzt einen Baum fressen. Du nimmst das Item und klickst auf irgendeinen Baum. Gehst du hin? Nom nom nom. Wie geil ist das denn? Nom 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 nom. Jetzt hast du halt eine bessere HP-Rack. Das geht über die Zeit. Okay. Jetzt kannst du auch ruhig mal deinen Q benutzen. Soll ich E-Skillen? Aber jetzt nicht. E-Skillen? E kannst du skillen, genau. Okay. Jetzt schnell aus dem Camp rauslaufen. Schnell, damit die so schnell wie möglich schön weit weg resettet wird. Jetzt bist du weit genug weg gewesen und jetzt sind da neue. Die schämen sich, die kommen nicht wieder, wenn du da stehst. Okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz gecheckt. Das waren die nicht vorher hier? Genau, es gibt verschiedene Arten von Creeps. Okay. Und es spawnen nicht immer die gleichen. Ah, okay. Das die wechseln sich ab. Ah, okay. Jetzt kannst du zum Beispiel mal, um das Camp schneller zu töten, mal deinen Kuh benutzen. Weil du hast recht wenig HP. Jetzt kriegst du es halt schneller down. Und hier sozusagen mehr. Krass. Das erinnert mich ein bisschen an Warwick von League of Legends. Das ist so eine Art Wolf, Werwolf, Wolf. Der das kannst du wieder zum auch mit seinen Auto-Attacks passiv healt und auch so Lebensraub basiert ist eigentlich. So, soll ich einen Baum fressen? Ja, kannst du machen. Der Buff ist ausgelaufen. Genau, so kannst du auch wieder healen. Soll ich erstmal durchlaufen, ne? Das ist sinnvoll. Wie du willst, irgendeinen Baum halt. Hauptsache in der Nähe, dann verlierst du nicht so viel Zeit. Genau. Okay. So, deine E haben wir noch nicht gesprochen, die hast du aber geskillt. Welch Wunder, der Held heißt Lifestealer. Oh. So, dann Open Wounds kannst du auf einen Creep oder einen Helden machen. Mhm. Dann kann er nicht mehr so schnell laufen, wird langsamer. Okay. Und wenn du ihn angreifst, Lifesteals du noch mehr. Wie krass ist das? Bisschen sagen. Broken, ne? Ich schätze, wir gehen jetzt wieder zu dem Camp. Genau. Yeah. So, jetzt kannst du mal. Ich persönlich will jetzt noch mal skillen. Das ist zum Beispiel Zentauren, cool, ne? Das ist so ein Zentaure. Ich skill jetzt mein E. Genau. Also die mag ich dann auch als erstes, oder? Ja, doch, das ist eigentlich okay, das zu machen. So, kann jetzt, also kosten was? Das kostet Mana, genau. Und ich habe jetzt noch 76 Euro. Genau, von 260. Okay. Ist noch in Ordnung. So, du hast jetzt schon fast 1000 Gold gesammelt, das heißt, vielleicht wollen wir uns mal ein paar Items kaufen. Okay, dann kannst du nicht das Ding mal down. Du brauchst dafür gar nicht zurückzugehen. Nee. Das ist der Trick hier, du kannst dein Gold immer ausgeben. Das kannst du jetzt zum Beispiel machen. Du kannst zur Seite gehen, wir warten, bis das Camp kommt und gucken uns den Shop so lange an. Hier unten rechts hast du den, genau. So. Wir brauchen Boots, wir müssen ein bisschen schneller laufen können. Kaufen wir uns da schon mal Boots, würde ich sagen. Die hier? Ja, genau. Normale Boots. Normale Boots, dann, wir haben ein bisschen wenig Mana. Mhm. Dann gibt es hier zum Beispiel einen Mana-Pot, den man sich holen kann. Okay, hol ich mir mal einen. Genau, und jetzt wollen wir später diese Boots da kaufen. Tower Treads also heißen sie. Die Tier 2 Boots quasi. Ja, es gibt verschiedene. Das hier sind für dich, du greifst einfach an. Mhm. Und die erhöhen deine Attack Speed, deswegen sind die solide für dich. Ah, okay. Stack das oder ist das, also
ist einmalig erhöht quasi und das bleibt dann so. Du trägst die und es ist einfach 30% mehr Attack Speed. So, die kannst du jetzt zum Beispiel hier unten hinziehen. Einmal mit links und Rack and Drop dort runter. Da? Nicht hier in diesem Bereich. Da? Ups, ich habe links gedrückt. Ups. Genau. So. Jetzt kannst du da schon sehen, welche du kaufen kannst. Da kannst du jetzt rechts klicken. Ah, also sind das die Komponenten quasi. Genau. Und dafür habe ich jetzt nicht genug Gold. Und jetzt, genau, jetzt jangeln wir mal ein bisschen weiter hier, töten das nächste Kern. Aber habe ich die Items jetzt schon? Nee, noch nicht. Siehst du den Kurier, der ist gleich direkt über dir. Kurier? Am besten drückst du einfach nur auf diesen Knopf hier einmal. Den hier? Genau. So, jetzt hast du dem Kurier gesagt, das ist einfach so ein kleiner Esel, geh in die Base. Das da? Genau, das Ding. Hol meine Items und bring sie mir. Das Ding fliegt. Genau. Am Anfang läuft er, kannst ihn später upgraden, dann kann er fliegen. Hast jetzt einen fliegenden Esel im Team. Wie geil ist das denn? Ja, und so brauchst du nie zurückzugehen. Kannst einfach jungeln und krass, also dein Items werden dir geliefert. Ein bisschen OP. Ja, aber das haben die Teams beide da. Ja, dann, also Das ist aber schon eine coole Sache. Ja. Das ist praktisch, ne? Also dann spart man sich unheimlich viel Zeit, wenn man. Mhm. Aber wieso kommt denn der Typ nicht. Hier, Esel! Esel ist da! Ja, hat jemand anderes gesagt, komm Esel, zu mir. Please, don't! Esel! Ja, jetzt mach nochmal hier. Verdammt! Er hat immer noch dein Ei. Ah! Nein! Jemand war schneller. Ja, ist ein bisschen unkoordiniert hier gerade. Weil alle wollen den Esel haben, alle Esel. Wollen ihre Items bekommen. Ah, Esel! Ich glaube, die kriegen das langsam mal gebacken. Kommt geh mal zum Esel und klick ihn an. Esel? Und klick jetzt wieder auf den Knopf dort unten. Den hier? Nee. Da, genau. Esel, come to me. Wo ist Esel? Jetzt sollte er eigentlich mal kommen. Oder geht jetzt erstmal shoppen? Dann drück mal F. Dann kommt er auch zu dir. Esel! Super, jetzt kommt er endlich. Die beiden haben es nicht gebacken bekommen. Die wussten nicht, was sie haben wollen. Esel, please! Ja, kommt jetzt. Darauf kannst du dich jetzt verlassen. So, dann kannst du wieder ein paar Creepcamps töten. Wir versuchen Alright. mal Level 6 zu erreichen. Bleiben wir bei den beiden hier oder weil die Medium sind oder nicht ja, so? Einmal können wir das noch machen. Okay. Danach kannst du dich auch nochmal zu den Stärkeren bewegen. Okay. Das ist dann gleich weiter rechts dort. Gehen wir mal hier im Baum. Mhm. Beim Mana-Pot musst du aufpassen. Okay. Sobald du angegriffen wirst und ihn benutzt, hört er auf. Das heißt, da musst du. Also musst du quasi hier stehen bleiben und ihn dann laufen lassen. Genau. Ist das auch bei Healpots oder so? Dass sie das. Bei Healpots ja, aber die sind Tangos nicht. Okay, cool. Die sind einfach eine passive Regen. Ja, jetzt soll ich das eh auch nochmal skillen. Nicht nee. Ulti? Kann ich kannst du auch nicht, bis S5. Jetzt kannst du dir die Treppe hoch rechts, dort ist noch ein härteres Camp. Okay, muss ich irgendwas fressen oder soll ich den Mana-Pot laufen lassen? Nee, mach erstmal das Camp durch. Okay, weil ich kann das jetzt noch nicht so einschätzen. Direkt dort. Hier? Genau. Wenn es halt irgendwie eng wird, dann kannst du wieder Rage benutzen, dann greifst du schneller an. So, je öfter du dann E-Skills, desto eine höhere Range bekommt das. Deswegen wollen wir jetzt erstmal versuchen, ein paar Level aufzubauen. Das ist eine große Range, ja. Genau, jetzt ist die Range recht groß. Und sobald wir halt jetzt die Ulti haben, vielleicht auch das letzte Level auf dem E, dann wollen wir ganken gehen damit. Das erste Level hat eine so kleine Range, dass wenn wir versuchen ranzulaufen. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, der Gegner sieht dich zu früh. Aber so kannst du ihn halt doch noch slowen. Krass, und aktiviere ich das dann einfach und es geht automatisch? Du machst E und dann klick auf den Gegner. Also ein On-Hit-Effekt quasi. Genau. Okay, also muss ich ihn dafür schlagen, oder? Nee. Du drückst E dann und dann wählst du den Gegner aus, auf den das passieren soll. So, jetzt kannst du hier in der Mitte, ist gerade Action auf der Minimap. Da, das ist nur ein Gegner, da kannst du vielleicht... Töte ich den? Schaff ich das? Ich glaube nicht, weil du gerade keinen Mana hast, aber du kannst ihn auf jeden Fall ein bisschen ärgern. Aber der läuft einfach weg und du hast gerade keinen Mana für deine E. Ah, ich hab ein Outroot gelegt. Huh. Mein sehr Gaps. Stark. Mein Gaps. Game is already won. Surrender, please. Okay, ich gehe jetzt wieder zum Camp. Genau, wir wollen Level 6 erreichen. Ich hab geschaut, ne? Ist alles da jetzt. Genau, ist alles da, was du hast. Wir wollen aber auf jeden Fall ein Level erreichen. Oh, die greift mich einfach an, wenn ich da reinrenne. Ja, die sind friedlich, bis du halt in ihre Wohnung gehst. Danach wollen sie sich verprügeln. Okay, seems like. Also ich glaube, ich brauche nochmal ein Bäumchen hier. Mhm. Die hauen ja schon ein bisschen rein. Ja, die sind die Starken, weil die machen ab und zu Crits. Also es gibt halt schwache Creeps und etwas stärkere von denen. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann einmal in die Base, heilen und dann gucken wir, dass wir unserem Team ein bisschen helfen. Auch wenn wir Level 6 nicht ganz erreicht haben. Wir haben sowieso wenig HP und wenig Mana. Klick einfach einmal in die Base auf der Minimap, ganz oben rechts. Jetzt können wir den Shop öffnen und währenddessen mal ein bisschen gucken. Okay. Du hast jetzt 1000 Gold übrig. Wir wollten die einen Bootster erreichen. Kannst du den Rechtsklick machen und vervollständigst du die. Ja. Und jetzt haben wir noch 600 Gold. Genau. Dann geht's jetzt Town Fortress Scrolls in Dota. Die findest du. Da kann ich dort unten. Genau. Also kann die kaufst du dir. Und dann kannst du halt sie aktivieren und. Zum Turm teleportieren. Genau, nicht nur zum Turm, zum jedem Gebäude. Aber halt zu Türmen ist halt das Wichtige, damit du auf den Lane kommst. Okay, und dann gehe ich hier wieder hin oder gank ich irgendwo? Ah, gerade sehen wir halt einfach keinen Gegner auf der Map. Ansonsten würde ich sagen, wir ganken halt jemanden. Aber wir finden da gerade keinen. Deswegen kannst du dich auch einfach jetzt zum obersten Tower oben links teleportieren. Und dann auf der Lane farmen, weil da gerade keiner ist. Bei deinen Items, die 2 ist das bei dir, genau. Klick und hin. Dauert 3 Sekunden, weil du der Erste bist.
Cool. Wenn jetzt noch jemand kommen wollte, in kurzer Zeit, würde das für ihn länger dauern. Wie lange ungefähr? Nochmal 2 Sekunden obendrauf. So. Also 5 Sekunden insgesamt. Genau. Also er hat jetzt 5 Sekunden gebraucht. Genau. Siehste, hat ein bisschen länger gebraucht. Sorry, Bro. Das Camp da unten ist auch eins von den Härteren, aber kannst du auch einfach machen. Das schnetzel ich jetzt hier weg. So, jetzt wollen wir halt, wir haben diese Boots fertig. Jetzt nochmal überlegen, was wir als nächstes Item bauen können. Kannst du wieder den Schaft öffnen. Und siehst du dort diese Core-Items? Dort, wo die besseren Stiefel sind? Das hier. Genau, da rechts. Armlet, das wollen wir. Das bringt uns Damage, Attack Speed, Armor und Materiegeneration. Und hat noch eine aktive Fähigkeit dazu. Wenn du es aktivierst, kriegst du noch mehr HP, noch mehr Damage, aber du verlierst ganz viele HP die Sekunde. Das heißt, wenn du es lange anhast, dann gehst du recht low. Okay, also kann man es, also es ist etwas, wenn ich es jetzt aktiviere, dann bleibt es so lange, bis ich es wieder aktiviere, deaktiviere. Genau, ja. Okay. Das heißt, du willst meistens anmachen, kämpfen und nach dem Kampf auch wieder ausmachen, damit du nicht noch mehr HP verlierst. Ja, okay. Das ziehen wir jetzt auch in diesen Quick Buy darunter. Dann können wir immer sehen, wann wir was, ja, ein bisschen weiter unterm Schaffzeichen, ne? Genau. Dann sehen wir, wenn wir was fertig haben dafür. Okay, und letzter kann ich hier noch Camps heute machen, ne? Ja, genau. Ja, das, da muss ich mich dann gewöhnen, dass ich so mit dem Shop irgendwie so... Du kannst auch wieder zumachen hier. Okay. Und hier unten rechts siehst du den Komponenten. Das ist das einfachste Camp. Wie viel Gold brauche ich jetzt davon noch? Boah, ganz schön viel noch. Das kostet 2700 insgesamt. Ja, ich sehe schon. Guck mal, hier der eine links auf der Minimap wird angegangen. Oh, er schafft es aber auch alleine. Er ist aber gestorben, ne? Ja, der ist gestorben. Guck mal hier, jetzt ist da kein Gegner und die Creeps sind nah am Tower. Können okay, wir dann pushen. Ja. Gut. Der Tower ist auch schon fast down. Okay, ja, das stimmt. Heißt, kann ich den tanken? Oder? Oh, lieber nicht, du kannst einfach die Creep Wave umhauen, ja, und dann kommt die andere mal. Du kannst die Creep Wave kannst du ruhig tanken, weil du livest jetzt ja mit dir. Ja, stimmt. Soll ich den Caster zuerst angehen? Ja, macht Sinn. Der macht am meisten Schaden, ja, und deswegen... Ich will noch unbedingt den Last Hit haben. Jetzt unbedingt. Sehr gut. Yeah. In der Zwischenzeit hast du sogar Level 6 erreicht. Das heißt, wenn du jetzt STRGR drückst, müsstest du den Ulti damit skillen. Okay. Ja, mal cool. Nein, ich hab den Caster nicht bekommen. Oh, der Tower ist down? Was ist passiert? Ja, in Dota kann man Creeps denyen. Also Creeps. Und Tower auch. Stimmt, das habe ich in den Basics gesehen. Du kannst deinen eigenen Creep essen, töten und deinen Tower zerstören. Genau. Und das hat er gerade gemacht. Wenn der Tower nur noch 10% seiner HP hat, dann kann er einfach anfangen. Ich krieg kein Gold dafür, ne? Doch, es gibt Gold, aber ein bisschen weniger als Gold. Oh. Okay, Action hier. Action. Soll gleich hier. Soll ich fighten? Ja, fighte, drücke. Und jetzt dann E rauf und attacken. Oh, ich bin einfach gestorben. Die Sache ist, okay. Hättest du ein bisschen früher deinen Coup gemacht, wärst du magieimmun gewesen. Ach, und er hat gerade nur magischen Schaden auf dich gemacht. Ja, ich war so unschlüssig, ob ich jetzt da wegrennen soll oder fighten soll. Ich kann das dann noch nicht wirklich abschätzen. Ne? Muss einfach sagen, rauf da, dann töte ich den. Okay. Bin ich jetzt wieder am Leben? Ich hab's auch ein bisschen geplant. So, Todeszeit siehst du dort, in 5 Sekunden geht's wieder los. Da, okay. Kann man sich auch zurückkaufen? Du kannst dich zurückkaufen, das ist immer recht teuer und hat einen 6 Minuten Cooldown. Im Late Game ist es meistens wichtig, dass du dann halt zurückkaufen kannst und ein zweites Leben zusammenbekommst. Soll ich irgendwas kaufen? Tom Porter Scroll. Immer welche dabei haben. Und jetzt kannst du auch eine Komponente kaufen von diesem Armlet. Der Helm, das gibt dir mehr Attack Speed, der Helm gibt dir ein bisschen mehr Armor, macht dich ein bisschen tankiger gegen Auto-Attacks. Ich will das da haben. Das ist ein Rezept. Oh. Das bringt absolut gar nichts. Ach, das ist die... Ja, okay, das ist auch mit einfach nur so eine Komponente quasi. Na, wenn du die 3 Items hast und dann das Rezept kaufst, lernst du zusammen, wie du das zu diesem Armlet zusammenschmiedest. Okay. Jetzt hier dein Mitteltower wird angegangen, da kannst du dich gleich mal irgendwie hintippen. Und du willst halt nach Möglichkeit dann E raufmachen auf den Helden. Und dann Kuh. Und dann ranlaufen mit Kuh, den Auto-Tracken. Okay, er haut ab. Kann ich jetzt kannst du halt ein bisschen fahren. Und deine Ulti, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, genau, was ist meine ultimative Fähigkeit? Deine Ulti ist... So durch die Ganker-Fähigkeit. Richtig? Werde ich unsichtbar? Nee, du versteckst dich in einem anderen Helden. Wow. Du versteckst. Genau. What the fuck? Der ist Imbiss gegangen. Aber jetzt hier ist Snow und dann. Bam, easy. Ich bin zum Dritt angegangen. Hast du gesehen, dann der Husker da, der rechts neben, der mit dem Speer? Der hier. Der kann Gegner anspringen. Okay. Das heißt, wenn ihr sozusagen ein bisschen kommunizieren könntet, würdest du sagen, okay. Spring ihn an und töte ihn. Ich mach meine Ulti in dich, dann springt er jemanden an und dann kannst du wieder rausspringen. Und dann kannst du ihn auf die Eier geben. Okay, krass. Im Idealfall kannst du dann noch slow machen und so weiter. Dann prügelt ihr 2 auf einen drauf. Soll ich weiter pushen oder gegnerisches Camp klauen oder so? Ja, weiter pushen, ihr seid da mit ganz vielen Leuten. Ich glaube, die Gegner sind AFK, kann das sein? Na, da sind sie. Kann ich mich. Ich hab keinen. Lass mal den Mana Pot hier. Oh mein Gott. Ja, jetzt kannst du den Mana Pot aktivieren. Jetzt kannst du auch doppelt klicken. Dann. Deine Leute regeln schon ganz gut. Ja, ich sehe das gerade. Ich brauche ja nicht viel machen, ne? Ja, ist halt so, ne? Wir erklären ja alles Stück für Stück. Kann man nicht ganz so viel auf die Minimap gucken. Ah, ihr habt wieder einen Gegner down bekommen, ihr steht zu 5 hier, also. Kann ich den einfach wegtanken, so quasi? Aber du kannst den Tower recht gut tanken. Hätte ich da Kuh anmachen müssen, vielleicht? Nee, das brauchst du nicht, war gar nicht so viel Schaden.
Recht. Level up. Ja, oh, das war ich zwei Skillpunkte. Kann ich noch nicht, ne? Dein E wollten wir noch fertig machen. Und jetzt würde ich das Kuro machen. Denn je höher das Level von Q ist, desto länger bist du Magie-immun und desto mehr Attack-Speed kriegst du. Ah, okay. Wieso? Das ist schade, dass ich hier nicht die Range sehe, also so einen richtigen Range. Halt mal drüber. Achso, du einfach über den Skill die Maus halten. Ja, das weiß ich ja. Das, also, das wäre ein bisschen übersichtlicher, ne? Hätte man das, wüsste man, wie weit das geht eigentlich. Ich glaube, das kann man auch noch einstellen. Okay, ja, das wäre ganz cool irgendwann. Mhm. Aber ich warte jetzt, ich versteck mich mal hier. Soll ich Ulti machen mal? Kannst du dich einfach kämpfen. Mach dann E auf ihn und mach Kuh da rein. Jetzt musst du wieder rauskommen. Womit? Noch hast du gemacht, noch mal gedrückt. Sehr gut. Das war jetzt, ja, das ist... Trial and Error. Aber das ist ein Kill geholt. Also ich hab Kill geholt? Das ist ein Kill geholt, weil wenn du rauskommst, machst du Schaden. Im AOE um dich herum. Lies mir das einmal durch. Okay, verstecken mich hier nehmen. Schaden. Okay. So, und wenn du es in einem Creep machst, dann tötest du das Creep beim Rauskommen und heilst die HP, die es hatte. Okay. Kann ich bei meinen eigenen Creeps machen, oder wie? Genau, du kannst dich zum Beispiel in einem Creep verstecken und dann hoffen, dass dir jemand lastet und dann zack, kommst du raus, machst Slow, machst cool und klopfst ihn einfach runter. Kann ich jetzt alles kaufen? Ich hab fast alle Komponenten. Das Rezept fehlt dir noch, das kostet 700. Ah, okay, das fehlt mir. Bisschen brauchst du noch dafür. Nein, ich hab keine Scroll mehr. Ja, dann würde doch, du kannst tauschen, du hast sozusagen hier dein Inventar. Mach ich das so? Genau, einfach drüber ziehen. Was will ich denn weglegen? Oh, den Stout Shield kannst du wegpacken. Der ist jetzt nicht mehr so effizient, der ist im Early Game richtig gut. So, und ich porte mich, ich sehe Toplane pushed. Kann ich mich auf Minion porten oder so? Auf Minion nicht, dafür bräuchtest du bestimmte Boots, die sind richtig teuer, die holt man erst im Late Game eigentlich. Einfach auf den Tower, der am nächsten ist, oben. Das ist schon ein gegnerischer. Der hier. Und du brauchst auch gar nicht genau raufklicken, kannst einfach auf die Minimap kicken. Also TP-Scroll anklicken und Minimap, genau. Ah, okay, und dann hat man hier so einen Radius quasi, in dem man da... Er nimmt einfach den nächsten Tower, der halt am nächsten dran ist. Okay, cool. Und deine Gegner haben auch gerade hier Minimap, kannst mit Alt und Klick Ping machen. Die haben sich gerade den Tower angepingt, das heißt, die wollen da raufgehen. Also kannst du dich dazu gesellen. Ich frag mich, wo die Gegner sind. Ah, ihr habt dominiert halt gerade ein bisschen. Ja, ihr habt mehr Tower bekommen, ich habe noch gar keinen von euch. Ich hab gecarried. Ja, natürlich. Wie denn auch sonst? Du hast einen Kill gemacht. Jetzt würde ich mir schon mal überlegen, dass du dich wirklich mal in diesem Huskar, der den Speer dort hat, versteckst. Ne? Genau. Einfach mal die Ulti reinmachen. So, wenn er jetzt gleich an jemanden ranspringt. Wie lange bleibe ich denn in dem? Solange du möchtest. Nein. Hat kein Limit. Wie geil ist das denn? Jetzt kannst du mir mal, wenn der einen Gegner soll sieht. Soll ich ihn pingen? Wenn er einen Gegner sieht, dann ping den Gegner mal an, dass er da halt. Oder kannst du es ihm vielleicht sogar schreiben, so. Da. Kannst du ihm sagen, ja, engage oder so. Damit du rauskommst. Engage, Bro! Rennt der zu lustig. Ja, er läuft sogar hin. Das okay, wenn er drin ist und rauskommt, dann drücke ich einfach R, ne? Die versuchen hier irgendwas zu legen. Ja, und jetzt kannst du rauskommen. Bam! Cool, machen. Sehr gut. Got it! Und jetzt machen wir das Vieh. Wir nehmen oben den Tank, oder? Nee, eigentlich nicht. Ah, du kannst es tanken. Okay. Du bist recht tanken. So. Das ist Roshan. Roshan? Ist sowas wie Baron Nashor in League of Legends. Genau, stell dir vor, der Name ist sogar abgekupfert. Roshan rückwärts ist fast wie Nashor. Verdammt! Sehr gut. Wenn du den Roshan tötest, dann droppt er ein Aegis. Das ist sozusagen ein Schild, das kann eine Person aufnehmen. Und wenn er stirbt, respawnt er nach 5 Sekunden an derselben Stelle wieder. Und wer hat das Schild jetzt bekommen? Drück mal Enter. Kannst du links da lesen hier? Huskar picked up Aegis of the Immortal. Er hier, ne? Genau, er ist das. Huskar, du. Macht doch eigentlich Sinn. You know, steal my camp, bro. Ist mein. Nein! Oh, hat er dir gegeben. Okay. Das macht Sinn auf ihm, weil er springt ja immer so in die Gegner rein. So eine Jolo-Aktion macht er. Das heißt, wenn er schon drinnen steht und ein zweites Leben hat, richtig geil. Die fokussen ihn. Heftig. Ja, und kann ich dann auch noch drin in ihm bleiben, wenn er diese Artefakt benutzt quasi? Oder bin ich dann auch... Achso, nee, wenn das Tage, den du... Also wenn er mal stirbt, dann bin ich draußen quasi. Dann kommst du einfach raus, als hättest du das selber gemacht. Und dann kommt er aber wieder. Genau, er kommt wieder. Cool. Aber du machst halt trotzdem den Schaden, auch wenn er stirbt und du drin bist. Ich will pingen. Yeah. Team, follow me! Ja, Creeps gehen hin, du gehst hin. Easy. Ja, I'm the shot caller, you know? Hier unten rechts siehst du wieder, du kannst das Item sogar kaufen. Also fertig machen. Das wollen wir auf jeden Fall machen hier einmal. Einmal kaufen und TP-Scrolls immer dazu. Ein, zwei Mal draufdrücken und dir schicken lassen. Hier, ne? Genau. Links daneben ist noch so ein Button, da siehst du so einen kleinen Stiefel. Wenn du den aktivierst, dann ist der schneller? Schneller, genau. Schneller! Cooldown. Braucht ein bisschen, aber... Esel! So oft wie möglich. Ja, der Esel. Esel, please! Für Last Hits, aber ich kann man irgendwie einstellen, dass die Leiste von einem selber irgendwie nicht gerade grün ist, weil das ist ziemlich, für mich ist es unübersichtlich.
Du meinst die AP-Leiste? Ja, weil ich habe zwar das kleine Ding, was mir sagt 1100 irgendwas, aber... Die Liebe! Ja, ich finde, das ist noch einer. Der dein Team knackt hier auf. Sehr gut. Oh, eine noch den. Die ist auch super low. Hab ich irgendwas bekommen? Ah, Assist, 4 Stück oder so. Game Gold? Ja, ne? Ja, Assist, Game auch Gold. Ich muss. Und jetzt hier, wenn du Tower angreifst, einfach mal Kuban machen. Ach ja, schön. Check. Die Dinger auch. Genau, das sind die Barracks. Wenn die kaputt gehen, werden eure viel stärker. Creeps, ne? Genau. Und die spawnen und die Dinger können nicht regeneriert werden. Das habe ich in den Basics gelernt. Sehr gut. Inhibitoren können auch nicht wieder, ne? Also die kommen wieder. Die kommen wieder. Aber warum? Weil die bauen die wieder auf, ne? Ja, ja, die haben da ihre kleinen Mainzelmännchen und Stop! So, jetzt wird's kritisch. Weil die gehen in die Base, ne? Weil in die gegnerische Base. Will ich die Base, nicht. Die ich schießt, will nicht die schießt so schnell, dass man die reißt jeden den Arsch auf. Ich will nicht sterben, deswegen bleiben wir gesittet. Ich gönn mir noch ein bisschen Gold. Oder genau. Nicht. So, in der Mitte sind die Rags halt auch schon, haben keinen Tower mehr zum Verteidigen, glaube ich. So, ich gehe jetzt einfach nochmal in irgendjemanden rein, einfach weil es cool aussah. Einfach nochmal zu gucken. Yeah. Yeah, dude. Wenn du rausgehst, kannst du mal gucken hier. Die Creeps kriegen Schaden. Oh, das macht ordentlich. Aber das sieht ja richtig cool aus. Das sieht ja richtig gut aus. Und der Skill, okay, der sieht jetzt so unscheinbar aus. Aber wenn du halt so die Huska so als Taxi benutzen kannst, du das öfter, das geht richtig ab. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das ein Competitive Jungler auch, den ich hier spiele gerade? Im Competitive Jungle man ihn nicht. Ich stelle ihn lieber auf die Lane. Okay. Weil die Lane ist ein bisschen effizienter als der Jungle. Okay. Da will man dann wirklich Supporter im Jungle haben. Port am Jungle auch nicht schlecht. Okay. Also. Da gibt es ja noch verschiedene Techniken. Zum Beispiel, du kannst die Jungle Creeps an deine eigenen Creeps locken und dann kämpfen die gegeneinander. Okay. Dann guckst du zu und lasst es. Würde ich dann gerne mal demnächst lernen, weil, wie gesagt, ich bin ja auch in League of Legends Main Jungler und wenn ich jemals Dota spielen soll, dann glaube ich, werde ich auch beim Jungle bleiben. Aber also, wenn du Dota sozusagen wirklich Jungler spielst, das sind dann meistens Helden, die entweder diese Creeps übernehmen, die haben auch alle eine Fähigkeit. Die können stunnen, die können einen AOE-Schaden machen. Dann klaust du dir meistens die Creeps und kannst du mit denen ganken. Stop KSing me! Wieso? Hat mir geklaut! Dude! Ja. Dein Item ist nie vollständig geworden. Ach, wieso ist mein Esel eigentlich nicht hergekommen? Weil Esel gestorben ist. Wie, der ist gestorben? Esel kann sterben? Die können sterben und das ist sogar... Also die Beschreibung sagt, wer den Esel sterben lässt, auf den gilt Todesstrafe. Also die Itembeschreibung, weil... Die können doch nicht einfach Esel sterben lassen, jetzt mal im Ernst. Wenn der Esel stirbt, dann kriegt jeder aus dem Gegnerteam richtig dick Gold. Wow. Also das ist wertvoller als so 2 bis 3 Kills. Esel, why? Ja, Trauer. Komm, wann kommt denn der Esel? Eine Minute? Eine Minute noch. Eine Minute? Okay, jetzt bin ich mad, Leute. Ihr habt Esel getötet, jetzt geht's hier richtig rund. Ich reiß euch jetzt hier ab. Ja, hier oben beim Silencer, der macht schon die letzten Barracks kaputt. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr da die Mega-Creeps, genau. Oder du wirst attackiert von hinten. Schön E-Rauf gerade mit dem Backlauf. Wow, wow, wow. Aber wir sind da ein paar mehr gesehen. Ja, es gibt ein Item, das macht 2 Illusionen von dir. Das wird er halt gerade benutzt. Okay, okay. Ich hab ein bisschen wenig Leben. Aber ich kann ja leicht sein. Oder kannst du auch in einen Creep reingehen. Und dann Lifesteal zu dir, was du bloß zerstörst. Wäre das jetzt das? Das eine, was volle HP hat. Du kriegst immer die HP, die es gerade hat. Ah, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt habt ihr alle 6 Barracks bekommen. Wo bin ich? Da bin ich. In der Phantom Assassin bist du. Das ist ein Weibchen. Das ist ein Weibchen, ja. Kann ich hier irgendwas anderes? Was ist das? Kann ich hier das skillen? Sind deine Attribute, genau. Die kann ich skillen? Die kannst du skillen. What? Dann kriegst du auf jedes Attribut nochmal 2 extra oben drauf. Aber das wollen wir meistens erst dann machen, wenn wir alle Skills geskillt haben. Okay. Das heißt, jetzt kannst du zum Beispiel ein B nochmal hochskillen. Du kannst halt bis Level 25 gehen. Bis Level 25? Aber auf Level 16 hast du halt alles schon voll geskillt. Okay, und dann kannst du deine Attribute skillen. Genau. Okay. Und hier bei ihm ist halt... Also, du kriegst bei jedem Attribut was, aber sein Hauptattribut ist Stärke. Der will mich, ne? Der will dich. Aber der ist low, den krieg ich. Oder auch nicht. Aber jetzt kannst du ihn vielleicht fighten. Halt wichtig, dass du eine Attack-Speed vornimmst. Bitch, eat that. Okay, jetzt können wir das Ding angreifen und dann haben die verloren, richtig? Ja. Er hat auch Mega-Creeps, die hauen richtig rein, die machen... Ich glaube momentan, weil ihr sie... Die hier? Genau, die Dinger. Ihr habt die so früh bekommen, dass so ein einzelnes Creep schon fast mehr Schaden macht als du. Also die sind richtig krass. Bam! Victory! Victory! So easy ist es. Carry! Eiskalt. Ja. Diese Gangs. Awesome. Hab ich hier abgegangen? Hm. Ja, natürlich. Hast richtig reingehauen hier. GG, guys. Ganz wichtig. So, gucken wir uns mal an hier, ne? Wo waren wir denn? Ich hab hier Punkte. Cola, was? Hat denn der Spieler Cola? Also, ja, jetzt gibt's noch so ein Willkommensgeschenk. Erstes Game.
So wie es halt in LoL Skins gibt, kriegst du ja einzelne kosmetische Items. Mhm. Nach dem Game droppen die mal, du kannst die kaufen, wie du lustig bist. Die kosten aber nichts, oder? Also wenn ich die jetzt benutzen will, kann ich da einfach aufdrücken und dann... Also wenn du sie jetzt gedroppt hast, dann kannst du die einfach benutzen, das kostet nichts, ne? Und das ist dann eine Skin, oder wie? Das sind dann meistens einzelne Items. Items? Also zum Beispiel eine Bracer, also oder Handschuhe oder... Die dann anders aussehen, oder wie? Ja, anders als das normale. Okay. Kannst du dann ausrüsten. Also ganze Skins gibt es eigentlich nur, wenn du einkaufst. Okay. So, und hier, kannst du mal angucken. Wer war ich hier? Wo warst hier gerade ein Lifestealer? Ich hab so den Kack-Ingame-Namen. Das kannst du doch noch wechseln. Assist, 11 Assist. Ja, ich das ist stark. Das auch 51 Last Hits, das ist auch nicht schlecht, finde ich. Ja, du bist halt viel rumgelaufen. Hast am Anfang gefarmt. Danach hast du versucht, dem Team zu helfen. Nein. Du bist ja schwer zu denyen, wenn du im Jungle bist. Stimmt wohl. Hast du keine Creeps von dir in der Nähe. Ich hab keine Tower, die ich zerstören kann. Aber deny ist, wenn du da eine Menge von hast, dann kriegt er weniger Erfahrung, der Gegner. Ja, das ist... Wenn du die gut ansammelst, dann hast du dem Gegner damit sozusagen schon ein bisschen Druck aufgebaut. Ja, aber du levelst dann halt schneller als er, wenn er es nicht auch macht. Genau, das heißt zum Beispiel, wenn es ganz kritisch ist, hast du Level 6 ganz kurz bevor er es hat. Ja, Willkommensgeschenk hast du bekommen. Willkommensgeschenk habe ich bekommen. Immer wenn du ein Geschenk bekommst, hast du dort oben rechts dieses Zeichen. Das noch, hier. Ne, noch höher. Das da. Genau das, da kannst du aufklicken. Okay. Und dann kommst du in dein Inventar. Jetzt hast du Willkommensgeschenk bekommen. Das ist sehr geil. Das öffne ich jetzt. Genau, jetzt öffnest du. Dann gibt's fürs erste Spiel lauter tolle Sachen. Lauter tolle Sachen. Wow. Viele, viele bunte Smarties. Das ist zum Beispiel ein Item. Das ist ein Schwert. Sieht anders aus als das normale für den Helden. Name Tag. Damit kannst du. Oh, mach erstmal durch, dann gucken wir mal. Level 2 Present? Genau, damit du sozusagen nochmal angefixt bist, mehr zu spielen, gibt es so eine Geschenktruhe. Die du erst öffnen kannst, wenn du Level 2 bist. Genau, und danach gibt es eine für Level 3 und so weiter. The Bates. Irgendwann wird der Abstand größer, aber ja, die wollen ich schon so ein bisschen anfixen. Jetzt hier erklärt dir das mit dem Name Tag. Du hast so ein Name-Tap-Ding, Name-Tag-Ding. Das finde ich richtig gut. Das ist richtig geil, dass man richtig schön individualisieren kann. Das wusste ich gar nicht. Hat mir noch nie jemand erzählt. Es gibt so viele verschiedene Items, also kosmetische Items für die Helden. Weil da steht im Workshop. So super rare Drops. Und wenn du siehst, der Typ hat so ein Schwert, was eigentlich keiner hat, dann weißt du schon, er ist gut. Oder hat Glück gehabt. Oder viel gespielt. Ja, cool. Also du kannst viele verschiedene Dinge damit machen. Das Schwert ist jetzt zum Beispiel für den Helden Wraith King. Ach, die sind dann auch noch spezifisch für die einzelnen... Das ist für diesen Helden jetzt. Oh, cool. Kannst du zum Beispiel jetzt auch Rechtsklick-Preview machen. Dann siehst du, wie das aussieht. Halt. Und wie sah er vorher aus? Da musst du... Mach mal hier unten rechts weg. Mach Rechtsklick-Equip auf das Item. Jetzt siehst du ihn mit dem Schwert. Das kannst du genau rauf und an-equip. Und so sieht das normale aus. Ja, das ist doch voll fett. Genau. Da gibt es so viele verschiedene Sachen für das... Bis du die alle gesehen hast, da bist du 80. Also... Kommen auch dauernd neue Sachen dazu. Das ist auf jeden Fall interessant und auch anregend, finde ich, für mich persönlich. Sammlerwert. Ja, sehr geil. Erstes Match gewonnen. Spaß gemacht, war echt... Ja, ich denke mal, ich werde hier noch weiter zocken mit dir und wir werden hier noch ein paar andere Videos, weitere Videos dazu machen. Auf jeden Fall. War gut, ne? Dann verabschieden wir uns, glaube ich, für dieses Snoops in Action. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du mir hier gezeigt hast, wie der Lifestealer funktioniert. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und bis zum nächsten Mal. Jo, haut rein. Bis dann.